Diese Mädels sind einfach nicht aufzuhalten. Die Wasserballerinnen aus Spandau sind auch in der Bundesliga nicht zu fassen. In ihrem Auftaktmatch der neuen Bundesliga-Saison besiegen sie Waspo 98 Hannover mit sage und schreibe 31:7. Und das, obwohl das Team nur wenig Zeit für die Vorbereitung hatte. Letzte Woche mit einer spanischen Mannschaft im Trainingslager waren und es natürlich doch nochmal eine andere Härte hat. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir trotzdem das so umsetzen konnten. Davon ist aber kaum etwas zu merken. Gewohnt routiniert startet das Team von Marco Stamm in die Partie und lässt seinen Gegnerinnen aus Niedersachsen kaum eine Chance. Schon nach 6 Minuten haben sie sich eine 4-Tore-Führung erspielt. Neuzugang Gesa Deike trifft am Ende des ersten Viertels zum 6:2. Die Fronten sind also schon einmal geklärt. Trotz mehrerer Versuche, an die Wasserfreundinnen heranzukommen, bleiben die Gäste aus Hannover mittellos. Das liegt nicht zuletzt an den Torhüterinnen Jamea Bent und Anja Oldenburg, die die Gegnerinnen in Schach halten. Mit 14:11 geht es in die Pause, auch wenn der Vorsprung der Spandauerinnen durchaus noch größer hätte sein können. Wir waren sehr stark in der Offensive und haben uns dann auf unsere unterschiedlichen Stärken und Techniken in der Defensive fokussiert. Es lief also alles sehr gut. Aber in der zweiten Hälfte geht es erst richtig los und es wird endgültig klar, dass die Wassersportfreundinnen aus Hannover den Spandauerinnen das Wasser nicht reichen können. Denn nun fackeln die ein wahres Torfeuerwerk ab. Egal ob aus dem Spiel oder beim 5-Meter-Wurf, der Ball landet im Netz. Kein Wunder, dass sich Trainer Marco Stamm im letzten Viertel, Zitat, nochmal 10 Tore wünscht. Doch sein Team liefert. Besonders hervorsticht Kapitänin Belén Vosselberg, die nicht nur den Siegestreffer zum 31:7 erzielt, sondern die an diesem Tag mit insgesamt 7 Toren die beste Schützin der Spandauerinnen ist. Und genauso soll es auch in der Champions League weitergehen. Wir haben ja jeden Tag viel Training, viel Spielen, viele taktische Sachen. Ich denke, körperlich sind wir inzwischen fit genug und sind ganz gut vorbereitet. Die ersten 2 Punkte sind nun schon mal sicher eingefahren. Bis zum nächsten Spiel gegen den SSV Esslingen Anfang Dezember müssen sich die Berlinerinnen zwar noch etwas gedulden, doch bis dahin warten weitere Aufgaben in der Champions League auf sie. Denn auch da wollen sie zeigen, dass sie nicht aufzuhalten sind.